Ein Weg durch die Wildnis. Tierfilmer Andreas Kiening ist unterwegs, der Sonne entgegen. Entlang der schönsten Küste unserer Erde und immer auf der Suche nach Abenteuern. Es ist die Expedition Südafrika. Ein Land, eine Strecke und eine große Herausforderung, die ihm einiges abverlangt. Oh, yeah! Es geht weiter entlang der Ostküste. Andreas taucht ein in das Reich der Haie und Flusspferde. In den Drakensbergen, dem höchsten Gebirge Südafrikas, fühlt er sich fast wie zu Hause. Und auf einer Krokodilfarm spielt Andreas Hebamme, bevor er die Geburtsplätze der Meeresschildkröten besucht. Station macht Andreas im Tauchparadies von Umkomas. Um die Drakensberge zu erkunden, geht es weiter ins Landesinnere. Und von dort zurück an die Küste in die großen Naturparadiese von Umlalasi und Santa Lucia. Die Wild Coast mit ihren grünen Hügeln und imposanten Felsenriffs gehört zu den aufregendsten und ursprünglichsten Gegenden Südafrikas. Andreas ist mit dem Hai-Spezialisten Dietmar Posch verabredet. Dietmar ist Österreicher und lebt seit 6 Jahren hier. Mit seiner Crew fährt er fast täglich raus aufs Meer, um mit den Tieren zu tauchen und sie zu studieren. Für Haiforscher der ideale Ort. Vor Durbans Küste versammeln sich die unterschiedlichsten Arten. Also ich finde die Zahl von den Haien hier einfach beeindruckend. Es sind jetzt mindestens 30 Tiere um uns herum. So ein bisschen wie im Haifischbecken. Ich hab noch nie so eine große Konzentration von Haien an einer Stelle gesehen. Was würde denn jetzt passieren, wenn ich jetzt die Hand reinhalte ins Wasser? Dann würden sie mal ganz interessiert an deine Kamera kommen. Aus einem einfachen Grund. Aber nicht zubeißen, oder? Er würde vielleicht ganz leicht probieren, würde aber nicht wirklich reinbeißen. Also noch ist die Hand dran, Kamera läuft. Mal gucken, was jetzt mit der Hand passiert. Vor allem die Kamera hat ja auch diese silberne Färbung. Okay. Silbern glänzen bei diesem Licht auch Sardinen, die Beute dieser Haie. Na dann mal aufgepasst. Ja, das war... Ich bin, ehrlich gesagt, noch ein bisschen schreckhaft. Ich dachte jetzt wirklich, da schnappt sich die Hand oder die Kamera. Ja, na, man ist ein bisschen vorsichtig dabei. Dietmars Spezialgebiet sind Tigerhaie. Die will er jetzt anlocken. So, und das sind jetzt die richtig guten Köder für die Tigerhaie? Das sind richtig gute Köder für sämtliche Haie. Und zwar sind das ganz kleine Thunfische. Ja. Und Thunfische sind ja bekannt, dass das ein sehr, sehr ölhaltiger Fisch ist. Ja. Ja, und der Chris schneidet da jetzt noch mal ein bisschen rein, auch, damit das Öl schön rauskommt. Und dann zum Schluss werden wir noch so einen schönen Fischkarkus da ebenfalls mit reinnehmen, der dann oben drauf ist, damit nichts von diesen kleinen Fischen rauskommt und die Haie auch nichts zu fressen. Füttern sollte man die flinken Räuber nicht. Vor allem, wenn man mit ihnen schwimmen will, könnte das verstärkten Appetit wecken. Sie sollen durch den Geruch der Köder nur angelockt werden. Der Geruchssinn von Haien ist etwa 10.000 Mal besser als der des Menschen. Sie können Beute über große Entfernungen exakt orten. Anlocken muss man sie hier nicht wirklich. Aber sobald der Köder im Wasser ist, erhöht sich die Zahl der Haie noch einmal rapide. Nach kurzer Zeit schwimmen unzählige um das Boot. Ein Anblick, an den man sich erst einmal gewöhnen muss. Aber ehrlich gesagt, ein bisschen, ich will nicht sagen gruselig, aber man hat schon so ein ganz leichtes Kribbeln im Bauch. Ich glaube, dieser Faszination von Haien kann sich kein Mensch entziehen. Das ist einfach so. Das Spannendste steht uns noch bevor. Wir werden nämlich mit den Haien auf Tauchstation gehen. Aber nicht jetzt mit den Schwarzspitzenhaien, sondern wir wollen eigentlich tiefer tauchen zu den Tigerhaien runter. Dietmar weiß, wie man sich zu verhalten hat. Auch dann, wenn sie einem nahe kommen.
Also ich bin wirklich sehr gespannt. Okay. Und ihn nie von unten wegdrücken, immer von oben. Immer von oben. Gut. Immer von oben. Erstmal von oben. Nicht zerrissen. Augenkontakt, okay, und nie wegdrehen. Also du wirst es nicht glauben, aber ich kenne eigentlich noch niemanden außer dir, der einen großen Tigerhai schon mal mit den Händen so weggedrückt hat. Ich habe das auch heute zum ersten Mal von dir erfahren, wie man es macht. Wir sind noch nicht allzu viele herum, die das machen. Und die meisten, die es gemacht oder versucht haben, können nicht mehr davon erzählen. Es kann losgehen. Dietmar und Andreas tauchen ein in die fantastische Unterwasserwelt des Indischen Ozeans. Vor allem Schwarzspitzenhaie sind durch den Geruch der Köder angezogen worden. Auch für Dietmar ist es ein besonderer Tag. Selten zuvor hat er so viele dieser etwa 3 Meter langen Haie auf einmal gesehen. Tigerhai lässt sich an diesem Tag nicht blicken. Doch auch so ist das Schwimmen mit den Herrschern der Meere ein unvergessliches Erlebnis. Jede Menge Haie. Jede Menge Haie, jede Menge. Nur die großen fehlen uns noch, ne? Naja, also ich fand sie unter Wasser ziemlich groß. Und zum Teil haben sie einen berührt. Also sie sind mit ihren Schwanzflossen ganz nah an uns vorbeigeschwommen. Manchmal so am Körper angetippt und sofort wieder abgedreht. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Vor allem aus der Perspektive, wenn man unter den Tieren ist und hat praktisch den Himmel voller Haie. Das sieht schon sehr spektakulär aus. Die Reise geht weiter. Weg von der Küste, etwa 200 Kilometer ins Hinterland. Einmal mehr zeigt sich die Vielfalt der Landschaft. Der Weg führt entlang saftiger grüner Wiesen und Felder. 180 Millionen Jahre alt sind die Drakensberge mit vulkanischem Ursprung. Und irgendwie erinnert die Gegend an Zuhause. Wenn hier nicht ab und zu mal wenigstens eine Palme oder ein Kaktus stehen würde, wäre ich mir eigentlich ziemlich sicher, ich bin in der Rhön oder in der Eifel. Die Landschaft erinnert mich hier unglaublich an meine Heimat. Grüne Hügel, Maisanbau, Bäume wie bei uns. Deshalb fühlen sich hier auch so viele Deutsche wohl. Haben hier gesiedelt, ihre Farmen, züchten schwarzbunte Kühe oder Milchvieh. Hauptsächlich lebt das Volk der Zulu, der größten ethnischen Gruppe Südafrikas, in diesem Teil des Landes. Viehwirtschaft und Anbau von Zuckerrohr sind die wichtigsten Einnahmequellen. Die Crew wird von angenehmen Temperaturen empfangen. Nach den heißen Tagen an der Küste eine willkommene Erholung. Inmitten der verwunschenen Berge, weit ab von den nächsten größeren Siedlungen, liegt die kleine Erdbeerfarm. Was heute so idyllisch auf einer Anhöhe liegt, ist das Resultat harter Arbeit. Noch vor 10 Jahren standen hier nur ein paar Baracken. Dann kamen Andrew und seine Frau Conny aus Köln und erschufen ein kleines Paradies. Hallo Andrew. Hallo Andreas. Grüß dich. Das ist genau die richtige Aufgabe, am Morgen der Frau beim Reiten zuschauen. Hallo Conny. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, die fährt immer zuerst. Ey. Schönes Tier ist das. Ja. Ich habe gehört, du bist ein echtes Kölsches Mädchen. Stimmt ja, das? Ich bin ein echtes Kölsches Mädchen, ja. Ihr habt das realisiert, wovon Millionen Europäer, nicht nur Deutsche, einfach träumen. Eine Farm in Afrika. Das ist wahr. Obwohl ich mein Leben in Köln auch sehr geliebt habe. Aber das sowas hätte ich natürlich in Köln nicht machen können. Ne? Pferdereiten schon natürlich nicht in so einer tollen Umgebung. Ich meine, wenn ich mich hier umschaue, diesen Traum haben ja viele Menschen. Kann man von einer Farm in Afrika leben? Geht das? Also, oder muss man eigentlich, ich sag mal, Geld mitbringen und sagen, man baut sich erstmal alles auf und dann schaut man, dass man irgendwo sein Business mit Pferdezucht oder mit einer Lodge oder so weiter realisiert? Geld zu haben ist besser.
Ja. Aber ich würde sagen, man muss einfach die Mut haben, um das zu machen. Conny und Andrew züchten auch Pferde. Cleo hat nichts gegen die großen Vierbeiner, aber die hier sind irgendwie komisch. Andrew ist leidenschaftlicher Pilot. Mit seinem Ultraleichtflugzeug fliegt er fast jeden Tag. Es ist die beste Art, die Gebirgszüge zu erkunden. Der Südafrikaner hat 12 Jahre in Köln als Informatiker gearbeitet und genug Geld verdient. In Afrika erfüllt er sich nun seinen Traum von Freiheit. Hier braucht man keinen Tower und keine Genehmigungen fürs Starten und Landen. Der Luftraum ist offen. Die Autobahn zeigt den Weg zur nächsten Tankstelle. Ob sich die Brummifahrer wohl wundern? Wenn das Benzin zur Neige geht, landet Andrew seinen Flieger einfach auf der Wiese neben der Tankstelle. Man kennt ihn hier bereits. Er kommt jede Woche vorbei. Der Verkehr wird speziell für ihn geregelt. Und die Tankstellencrew freut sich. Gleich mehrere Mitarbeiter nehmen sich des besonderen Kunden an. In Deutschland wäre das fast nicht vorstellbar, dass jemand mit seinem Flugzeug einfach neben der Autobahn landet und dann mal zur Tankstelle rollt und auftankt. Aber hier in Südafrika ist das okay, ja? Das ist ein zivilisiertes Land hier. Man darf viel. Man darf vieles. Und es ist im Prinzip nichts anderes, als wenn man seinen Rasenmäher auftankt. Es geht sehr schnell, zack, zack. Das ist ein Rasenmäher. Und ja, es ist ein Rasenmäher, genau. Es ist ein fliegender Rasenmäher. Die Drakensberge sind das höchste Gebirge Südafrikas. Ukhalamba nennen es die Zulu, Wand der aufgestellten Speere. Wegen seiner zahlreichen Schluchten, Kämme und Spitzen. Die Gipfel der Drakensberge sind bis zu 3500 Meter hoch. Die ersten Bewohner der Bergregion waren vom Volk der San. Die Schönheit dieses Gebirges scheint auch sie inspiriert zu haben. In vielen Höhlen und unter versteckten Felsüberhängen finden sich ihre Malereien. Darstellungen von Menschen und Tieren, von Jagd, Tanz und Ritualen. Große Felsformationen haben auf der ganzen Welt schon immer die Menschen magisch angezogen. Hier haben sie früher gelebt, hier haben sie sich verewigt. Und hier können wir heute lernen, wie unsere Vorfahren ihr Leben früher gestaltet haben. Die Malereien der Ureinwohner erzählen von ihrem Leben und ihrer Geschichte. Hier ist die Felsenkunst vielfältiger als in anderen Gegenden Südafrikas. Tandeka Mlaba vom Nationalpark führt Andreas an eine Stelle, an der die außergewöhnlichsten Motive zu sehen sind. Und das magst du am meisten? Das ist meine Lieblingsmalerei. Figuren mit Menschenkörpern und Tierköpfen, ein Leopard, tanzende Frauen und Krieger. Was macht diesen Ort so besonders? Es scheint, dass die San-Bushmänner von diesem Ort inspiriert wurden, weil hier so viele unterschiedliche Dinge gezeichnet wurden. Mein Favorit ist übrigens diese Schlange hier. Das sieht man nicht so oft. Ja. Oh ja, das hier. Ich habe gehört, dass du verschiedene Sprachen sprichst. Diese Klicksprache der Bushmänner oder San. Ist das eine Sprache oder ein Dialekt? Es ist eine Sprache. Aha, eine Sprache. Okay. Kannst du mir was beibringen? Das hört sich wirklich toll an. Die Klicklaute?
Das C. Deine Zunge berührt die oberen Zähne und dann so. Das ist einfach. Ja, so ist es gut. Ja, simple. Ja. But then. Und der nächste? Das X, das machst du an der Seite. Ja, das ist wieder gut. Der letzte ist sehr schwierig. Drücke deine Zunge an den Gaumen und dann machst du so, als ob du eine Sektflasche öffnest. Ja. Nein, kann ich nicht. Früher hatten die Menschen manchmal keine Haustüren. Da hat man aus Respekt mit dem Mund geklopft. Aha, damit bringt man seinen Respekt zum Ausdruck. Ja. Das ist nicht nur Unterhaltung. Dass man nicht einfach so reinstürmt. Okay, aber wenn Sie nun zur Jagd gegangen sind, dann mussten Sie leise sein. Sie haben ja mit dem Bogen gejagt. Da mussten Sie sehr nah ran. Was war dann Ihre Sprache? Sie haben die Rufe der Tiere nachgemacht. Das ist ein Einsiedlerkuckuck, der für eine bestimmte Beute steht. Wenn die anderen das dann gehört haben, zum Beispiel den Ruf eines Pavians, dann wussten sie, um welches Tier es sich handelt, und sie nutzten Zeichensprache. Ich kann das richtig gut, zum Beispiel die Eule. Oder den Raben. Sein Ruf heißt, hier gibt es noch mehr Beute. Das könnte auch der Rotschwingenstar sein. Eine Henne? Kannst du auch den Hahn? Nein, nein. Das Dach Südafrikas, wie die Drakensberge auch genannt werden, ist so hoch, dass die Regenwolken vom Indischen Ozean an ihm hängen bleiben. Gewaltige Wassermassen regnen ab und sorgen im Schatten der 3000er für eine einzigartige Pflanzen- und Tierwelt. Im Jahr 2000 hat die UNESCO die Drakensberge zum Weltnaturerbe erklärt. Nach dem Abstecher ins Hinterland geht die Reise zurück an die Ostküste. Das nächste Ziel ist ein ganz spezielles Küstengebiet, typisch für die Tropen. Immergrüne Mangrovensumpf liegt abseits der Badestrände im Mündungsgebiet des Umlalasi. Ein einzigartiges Ökosystem. Denn hier teilen sich Land- und Meeresbewohner denselben Lebensraum. Das hier ist ein typischer Mangrovenwald. Mangroven sind die einzigen Bäume, die im Salzwasser wachsen können. Ich kann mich auch nur deshalb hier lang bewegen, weil gerade Ebbe ist. In 2 Stunden steht ja wieder das Meer. Jetzt haben Mangroven nur ein ganz großes Problem. Durch die Aufnahme des Meerwassers konzentriert sich in ihren Stämmen und ihren Blättern immer mehr das Salz. Und irgendwie müssen sie dieses Salz loswerden. Das tun sie im Prinzip über absterbende Blätter. Die Blätter haben dann so viel Salz, dass sie einfach gelb werden und vom Baum fallen. Und wenn man in so ein Blatt hineinbeißt, ja. Das ist, wie wenn man in eine pure Salzstange hineinbeißt. Während der Flut steht in Mangrovenbäumen das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Es ist ein Leben im Schlamm. Fast 70 verschiedene Baumarten haben sich diesen extremen Bedingungen angepasst. Was hier wie übergroße Peperonis aussieht, das sind die Samen der Mangroven. Ja, und die Aussamung ist auch ganz einfach. Die Früchte hängen am Baum und fallen so runter und bleiben einfach im Schlick stecken, bilden neue Wurzeln und der neue Mangrovenbaum wächst. Meerkatzen streifen im Wald umher. Vieles spielt sich hier im Verborgenen ab. Neben Korallenriffen und tropischen Regenwäldern sind Mangrovensümpfe die Ökosysteme auf der Erde mit der größten Artenvielfalt. Allerdings sind die meisten Tiere hier ziemlich klein. Das heißt, man muss sich ruhig verhalten, hinhocken, um sich beobachten und abwarten.
Winkerkrabben sind auf Partnersuche. Die männlichen Tiere haben eine große Schere, mit der sie alle im gleichen Takt die Weibchen heranwinken. Obwohl hier sehr viele Blätter von den Bäumen fallen, liegen keine am Boden. Ein Teil wird natürlich vom Meerwasser mit weggewaschen. Aber warum das außerdem noch so ist, kann ich Ihnen hier zeigen. Das Interesse eines Höhlenbewohners ist geweckt. Die Mangrovenkrabbe hat die Erschütterung des fallenden Blattes gespürt und zieht flugs ihre Lieblingsspeise in den Bau. Das dichte Wurzelwerk der Mangroven liegt durch die Gezeiten mal über, mal unter dem Wasser. Gar nicht so einfach für die Bewohner. Einzelne von ihnen haben sich perfekt an die unwirtliche Gegend angepasst, wie dieser Fisch. Er hat gelernt, außerhalb des Wassers zu atmen und zu laufen. Dieser gerade einmal 5 cm lange kleine Kerl mit den Stielaugen hier vor mir, das ist ein Schlammspringer. Schlammspringer sind sozusagen lebende Fossilien. Und man könnte auch sagen, vor 200 Millionen Jahren sah der Mensch ungefähr so aus wie er hier. Mit ihren Bulldozer-ähnlichen Köpfen durchwühlen Schlammspringer den Schlick nach Nahrung. Und wenn Flut herrscht, können diese bemerkenswerten Tiere sogar auf Bäume klettern. Ich würde Ihnen ja gerne mal so einen Schlammspringer näher zeigen und einfangen. Aber wenn es darauf ankommt, sind sie unheimlich schnell, obwohl sie nicht mal Beine haben. Ihre Brust und ihre Bauchflossen sind sozusagen ihre Beine. Und wenn sie flüchten, dann stoßen sie sich mit dem Schwanz noch blitzschnell ab, machen einen Riesensatz und sind weg. Naja, deshalb heißen sie auch Schlammspringer. Ich war so nah dran. Die Mangrovensümpfe von Umlalasi stehen unter strengem Naturschutz. Das ist nicht selbstverständlich. Denn in den vergangenen Jahrzehnten wurde weltweit etwa die Hälfte der Mangrovenwälder abgeholzt. In Südafrika hat ein Umdenken eingesetzt. Es ist höchste Zeit, solche einzigartigen Naturräume zu erhalten. Vom Umlalasi-Naturpark geht es weiter Richtung Nordosten nach Santa Lucia. Ob auf Schotter oder Asphalt, man muss vorsichtig fahren, denn es ist immer was los auf Südafrikas Straßen. Santa Lucia ist ein Dorf am Eingang des Isimangaliso Wetland Park, dem drittgrößten Naturschutzgebiet des Landes. Es hat eine lange Geschichte und wurde einst von den Portugiesen gegründet. Neuerdings steht hier allerdings vieles im Zeichen des Naturschutzes. Andreas kämpft sich durch den kleinen Markt. Hier werden Spezialitäten aus der Region verkauft. Ananas, Mangos und Papayas und vor allem besonders große Avocados. Was kosten die Avocados? 25 Rand für einen Beutel. Ah, das ist sehr billig. Das sind 2,50 Euro für so ein ganzes Netz Avocados. Ich glaube, das bezahlt man in Deutschland manchmal fast für eine oder zwei. Die nehme ich. Das sind übrigens meine Lieblingsgeldscheine, die mit dem Nashorn drauf. Obwohl, die mit dem Elefanten finde ich auch nicht schlecht. 100 ist der Löwe, war ja klar. Der Nationalpark liegt am größten See Südafrikas, der von zahlreichen Flüssen und Bächen gespeist wird. Die Bewohner lieben das Wasser und baden die meiste Zeit des Tages. Von einem Boot aus kommt man ihnen ganz nah. Sehr toll.
Leo riecht etwas. Die Dickhäuter bleiben cool. Hey, ist ja gut, ist ja gut. Das sind Cleo ihre ersten Nilpferde, die sie sieht, oder Flusspferde. Sie ist ganz aus dem Häuschen. Weil Cleo ist ja ein Jagdhund und wir gehen in der Eifel regelmäßig auf Wildschweinjagd. Und Nilpferde oder Flusspferde sind ja nahe Verwandte von Schweinen. Sie sind nicht wiederkauende Paarhufer, also so nennt man sie zoologisch. Deshalb hat Cleo jetzt irgendwie den Eindruck, sie hat da Wasserschweine in der Nase. Hey, ist ja gut. In den Feuchtgebieten von Santa Lucia gibt es fast 1500 dieser Dickhäuter. Die größte Population in Südafrika. Meistens leben sie zusammen in Herden von 10 bis 15 Tieren. Es herrscht auch eine ganz bestimmte Hierarchie in so einer Gruppe. Sozusagen die Leitkuh ist immer ein weibliches Tier, aber nur wenn es ein Kalb führt. Dann hat sie das Sagen in der Gruppe. Und interessant ist, obwohl sie so viel Zeit im Wasser verbringen, dass sie im Wasser nicht fressen können. Flusspferde können zwar beim Tauchen die Ohren verschließen und auch die Nasen und können sehr lange unter Wasser bleiben, aber sie können nicht, wie andere Tiere, unter Wasser zum Beispiel grasen. Zum Fressen müssen sie auftauchen, das heißt, sie können eigentlich nur über Wasser fressen. Entweder vom Wasser aus oder sie müssen an Land gehen. Die Tiere im Nationalpark sind die Nähe von Menschen gewöhnt. Dennoch sollte man ihnen nicht zu nahe kommen. Diese Gruppe hier verhält sich etwas scheu. Das liegt daran, dass mehrere Kälber dabei sind. Flusspferde haben immer nur ein Junges. Und interessant ist, wenn sie auftauchen, schlagen sie ja immer mit den Ohren. Es sieht aus wie ein Propeller. Der Grund dafür ist, wenn sie abtauchen, ist das Ohr zwar zu und geschlossen, aber wenn sie auftauchen, drehen sie das Ohr ganz schnell, um das Wasser aus dem Ohr herauszuschleudern. Die Herden bestehen meistens aus Weibchen und Jungtieren. Die Männchen leben eher als Einzelgänger. Kommt es zu Revierstreitigkeiten zwischen männlichen Tieren, zeigen sie mit weit geöffnetem Maul ihre großen Schneide- und Eckzähne. Wird der Konkurrent so nicht vertrieben, kann es zu heftigen Auseinandersetzungen kommen, die sogar mit dem Tod enden können. Am Abend herrscht Ruhe über den Tümpeln. Die Tiere bereiten sich auf ihren nächtlichen Landspaziergang vor. Die Küste hat hier über viele Kilometer die gleiche Form. Der Sandstrand wurde in Tausenden von Jahren vom Wind angehäuft. Er ist nur wenige Meter breit und von einem grünen Küstenwald bewachsen. Was hier hinter mir wie ein Küstengebirge aussieht, ist eine der höchsten Sanddünen der Erde. Mehrere hundert Meter hoch und über 200 Kilometer lang zieht sich dieser Sandstreifen bis zur Grenze von Mosambik. Im Laufe der letzten 250.000 Jahre ist dieser Sandgürtel komplett bewaldet. Hinter ihm herrscht ein ganz anderer Lebensraum und ein anderes Klima. Aber das Besondere an diesem grünen Band hier ist, jedes Jahr spielt sich hier noch ein anderes unglaubliches Spektakel ab. Sie kommen bevorzugt bei Vollmond und hinterlassen ihre Spuren im Sand. Sie schleppen ihren massigen Körper Meter für Meter den Strand hinauf. In der Brutsaison zwischen November und März. Lederschildkröten auf dem Weg zur Eiablage. Für ein Meerestier, das eigentlich nur im Wasser lebt und über eine halbe Tonne schwer wird, bedeutet es einen enormen Kraftaufwand, sich diese Düne hier hochzuquälen. Wenn die Schildkröten hier angelangt sind, fangen sie sofort an, ihre Nester auszugraben. Das geschieht, dass sie am Anfang mit ihren Brustflossen um sich herum einen großen Kreis graben und dann mit den Hinterflossen das Loch noch weiter zu vertiefen, bis sie sozusagen unter sich keinen Grund mehr spüren. Wenn das passiert ist, legen sie ihre Eier in das Loch hinein. Hier oben kann die Brut der Lederschildkröte nicht von der Flut weggespült werden.
Zwischen 50 und 100 Eiern legt sie in dem Loch ab und bedeckt es dann sorgsam wieder mit Sand. Das Ganze tun Schildkröten nur einmal in ihrem Leben, obwohl sie sehr alt werden können. Und interessanterweise kehren sie für diese eine Eierblage genau an den Ort zurück, an dem sie vor vielen Jahren selber aus dem Ei geschlüpft sind. Trotz all der Mühen wird die Mutter ihren Nachwuchs nie zu Gesicht bekommen. Die Eier bleiben sich selbst überlassen. Die Frauen vom Stamm der Tembe Tonga haben sich vom Mondzyklus inspirieren lassen. Bei ihrem Ritual präsentieren sie dem Mond und den Sternen ihre neugeborenen Kinder. Andreas hat grasende Flusspferde entdeckt. Flusspferde sind überwiegend nachtaktive Tiere. Das heißt, tagsüber in ihren großen Ponds ruhen sie sich eigentlich nur aus. Und sie sind vor allem Pflanzenfresser und gleichzeitig Gourmets. Das heißt, nachts kommen sie sehr gerne aus dem Wasser raus, um hier auf diesem Grasland zu fressen. Die ganze Geschichte, die ich hier mache, ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Flusspferde können sehr, sehr aggressiv werden, vor allem wenn man sich ihnen nähert. Im Wasser fühlen sie sich sicher, an Land fühlen sie sich unsicher. Und die meisten schweren oder sogar tödlichen Unfälle in Afrika passieren mit Flusspferden. Die Tiere bleiben ruhig und lassen sich bei ihrem Dinner nicht stören. Doch es tauchen immer mehr von ihnen auf. Hier so 30 Meter vor mir steht der Bulle und die weiblichen Tiere sind alle rechts von mir. Ich denke jetzt, ich ziehe mich wieder zurück, weil es langsam etwas unübersichtlich wird. Ich kann die einzelnen Tiere nicht mehr gleichzeitig im Auge behalten. Der nächste Morgen. An diesem Strand soll es eine Höhle geben, in der tausende Flughunde leben. Andreas macht sich auf den Weg. Und erschreckt dabei einige Strandbewohner. Die Krebse sind wieselflink und wehrhaft. Oh, ich kann unglaublich beißen. Ah, hier. Es tut ziemlich weh. Die kleinen Kerle, die aussehen, als ob sie schon gekocht sind, heißen Geisterkrabben. Das ist eine ganze Armee davon hier am Strand. Die können sogar noch gucken, wenn sie schon im Wasser drin sind, durch diese großen Augen hier. Nach dieser kurzen, schmerzhaften Begegnung erreicht Andreas die Höhle der Flughunde. Nur bei Ebbe ist der Eingang zugänglich. Hier. In der Kolonie herrscht eifrige Betriebsamkeit. Es gibt ja zwei Arten von Fledermäusen oder von Fledertieren. Die einen ernähren sich von Insekten oder von Blut, so wie die Vampirfledermaus in Südamerika. Und dann gibt es die fruchtfressenden Arten. Das sind meistens die sehr großen, also die fliegenden Füchse und die Flughunde, so wie diese hier. Der Geruch hier drin ist unglaublich. So ein bisschen wie in einem, naja, gammeligen Bioladen. Riecht halt nach Früchten. Ist doch alles voll mit Kot hier. Ich schätze mal, dass allein in dieser Höhle hier an den Wänden 2.000 bis 3.000 Flughunde hängen. Und wenn man diesen Kot oder den Urin in die Augen bekommt, ist nicht so lustig. Feinde haben die Flughunde eigentlich sehr wenige. Es sind in erster Linie nur Schlangen, die auch in dieser Höhle hausen. Und wenn sie morgens und abends
auf Nahrungssuche gehen, werden sie zum Teil von Falken oder von Eulen gejagt. Ich denke, ich gehe wieder raus. Der Geruch und das ganze Klima hier drin ist für Menschen fast unerträglich. Und ich habe schon ganz viele Milben auf meiner Hand. Ja, das wird ja ein Riesenspaß. Zum Glück ist das reinigende Wasser des Indischen Ozeans nicht weit. Die gesamte Crew hat Milben. Isi Mangaliso, wie der Park von den Einheimischen genannt wurde, heißt in der Sprache der Zulus das Wunder. Ein treffender Name für den artenreichen Naturraum, der sich fast über 10% der südafrikanischen Küste erstreckt. Von Feuchtgebieten und Sümpfen über Dünenlandschaften bis hin zur Savanne gibt es hier die unterschiedlichsten Lebensräume auf engstem Raum. Vergleichbar mit dem berühmten Okavango-Delta. In den Gewässern sind auch über 1000 Krokodile zu Hause. Mehr als in jedem anderen Schutzgebiet Südafrikas. Kolani Mpanza arbeitet daran, dass die Zahl der Riesenechsen im Park noch zunimmt. Denn im Crocodile Center bei Santa Lucia werden die Nilkrokodile gezüchtet und in die Wildnis entlassen. Diese Tiere sind zwischen 4 und 5 Jahre alt. Ja, kommt her, meine Kleinen. Es ist Zeit für die Fütterung. Noch sind die Tiere zögerlich, doch das Futter weckt sie auf. Im Sommer werden sie 2-mal pro Woche gefüttert, im Winter sogar nur 1-mal. Sie sind ganz schön aggressiv untereinander. Ich sollte mit meinen Händen aufpassen. Ja, sei vorsichtig. Krokodile können ihre Beute eigentlich im Maul nicht zerkleinern. Das heißt, wenn sie älter werden, machen sie diese Krokodilrolle. Das heißt, sie beißen rein, drehen sich ganz schnell, reißen große Stücke ab und schlucken die runter. Ich glaube, ich gebe ihm mal das Hühnchen. Ja, und weg ist er. Die Halbwüchsigen sind hungrig. Und Krokodilrolle können sie auch schon. Okay. Wow. Interessant ist bei Krokodilen, dass sie pro Quadratzentimeter Bissfläche einen enormen Druck erzeugen können. Aber wenn man ihnen das Maul zuhält, können sie nicht viel dagegen setzen. Das heißt, sie haben eine enorme Kieferkraft beim Zuschnappen. Aber beim Öffnen des Kiefers könnte ich ihnen also ohne weiteres mit einer Hand das Maul zuhalten. Mache ich aber nicht. Schon bald werden die Tiere im Nationalpark ausgesetzt. Sie sind groß genug, um selbstständig zu jagen und sich in der Wildnis zu behaupten. Und das ist also der Geburtsraum. Hier werden die Eier ausgebrütet. Ich kann Geräusche hören. Ja, die sind bereit zu schlüpfen. Wir haben 30 bebrütet. 30 Eier? Ja, 30 sind drin. Und wir müssen sehen, wie viele schlüpfen. Ich bin sehr neugierig, wie bei einem Geburtstagsgeschenk. Wow. 1, 2. Das sind bereits welche geschlüpft. So, they are pretty, they are out. Yeah. Oh, da ist noch eins. Die sind ja ganz schön dick. Chubby, ne? Big, big bellies and. Er traut mir nicht. Kolani sagt, es ist kein Problem, ich kann also helfen. Weil das Junge ist voll entwickelt. Das heißt, ich kann jetzt einfach die Eischale hier aufreißen. Und hier sieht man das schon. Also das, was bei den Vögeln der Eizahn ist, das haben Krokodile auch hier vorne, oberhalb auf der Nase. Sie schneiden sich praktisch von innen aus dem Ei raus. Und das ist wichtig, dass sie das können. Sonst könnten sie nie diese Schale von innen zerritzen. Und Kolani hat mir gesagt, wenn er rauskommt, kann ich ihm einen Namen geben. Ich nenne ihn einfach Andi. Okay, Andi, dann komm mal raus auf die Welt. Er ist genau wie alle Babys, hat er eine Nabelschnur. Die ist gerade abgerissen. Er ist extrem schwer. Ich würde mal so schätzen, ja, 70 bis 100 Gramm. Schön klebrig, schön feucht. Ah. Ah. Ah.
Und das Erste, was sie eigentlich machen, ist, sie nehmen Kontakt mit ihren Müttern auf. Weil die ersten 3 Monate werden Nilkrokodile, wie die meisten Großkrokodile, von ihren Müttern betreut und natürlich auch geschützt. Und wenn ich ihn jetzt hier hinten so packe, hält er total still, weil die Mutter das ständig macht und ihre Kleinen mit sich rumträgt. Der sieht wirklich groß aus. Schau dir diesen Bauch an. Wahrscheinlich kann er über eine Woche ohne Futter auskommen. Ja, ohne Futter. Er verbraucht, was im Ei war. Wenn sich Krokodilmütter um ihre schlüpfenden Jungen kümmern, sind sie mit ihrem starken Maul voller spitzer Zähne bemerkenswert geschickt. Und so vorsichtig, dass sie den Nachwuchs nicht verletzen. Als erstes trägt die Mutter ihre Jungen zum Wasser. Und ich trage ihn jetzt zum Desinfektionsbad. Weil im Gegensatz zur freien Wildbahn muss er erst mal desinfiziert werden. Don't bite me. Au! Die haben schon einen richtig guten Biss. Es ist unglaublich, also dieses kleine... Ein Junges nach dem anderen schlüpft aus dem Ei. Alle sind wohlauf und bestens gerüstet für den Start in ihr Krokodilleben. Der Tag war heute unglaublich. Kolani und ich, wir haben heute 15 Krokodilbabys auf die Welt geholfen. Wahrscheinlich hätten sie es auch ohne uns geschafft, aber ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie eine Hebamme, allerdings nur für Nilkrokodile. Vielen Dank, das war wirklich klasse. Danke. Kolani, I like to show you crocodile. Ich würde dir gerne noch den Krokodilhandschlag zeigen. Ja, bitte, zeig's mir. In 4 bis 5 Jahren werden der kleine Andy und seine Geschwister vielleicht auch in den Feuchtgebieten des Isimangaliso-Nationalparks leben. Für Andreas ist es Zeit, weiterzuziehen. Meine bisherige Reise durch Südafrika zählt zu einer der abwechslungsreichsten Touren, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Im 5. Teil werde ich zum Klassiker reisen, dem Krüger-Nationalpark. Dort treffe ich wieder auf die Big 5, das Rhinoceros, den Elefant, den Büffel, den Leopard und den Löwen.